ich habe mir das schon genau überlegt, wenn ich sage, eine derartig stringente und logische Bitcoin-Strategie auf nationaler Ebene habe ich eigentlich noch nie erlebt. Do you have a personal definition of what happiness is? Yeah, my definition of happiness is actually... Ich melde mich heute aus Bhutan bei euch. Ihr könnt es vielleicht hören, meine Stimme ist schon ein bisschen eingeschlagen nach 3 Tagen Konferenz. Das erste Bhutan Innovation Forum, die erste derartige Konferenz, die Denker und Speaker und Unternehmer, Politiker, Philosophen aus der ganzen Welt zusammenbringen soll, um dieses kleine Land in Asien nach vorne zu bringen. Und Bitcoin ist ein ganz großes Thema. Nicht nur auf dieser Konferenz, sondern in Bhutan ganz generell. Das Land ist extrem intensiv investiert in Bitcoin-Mining. Es ist ein kleines Land mit einem kleinen Bruttoinlandsprodukt von 3 Milliarden Dollar. Das ist ihnen aber ein bisschen egal, weil hier spielt diese Glücklichkeit, der Buddhismus, die sogenannte Mindfulness, also eine Art Form von Selbstbewusstsein im Sinne von Bewusstsein, eine ganz, ganz starke Rolle. Es ist wahnsinnig schwer, das zu beschreiben. Die Menschen sind wahnsinnig spirituell, sie sind extrem nett und zuvorkommend und man spürt das hier an jeder Ecke und Ende. Aber was halt fehlt, sind wirtschaftliche Impulse. Das Land hat kaum Industrie und ist aufgrund der bergigen Lage zwischen China im Norden und Indien im Süden nicht ganz von der Außenwelt abgeschnitten, aber doch schwierig in der Lage eben Industrie zu betreiben, Gütereien rauszuholen, Rohstoffe etc. Was das Land aber hat, und zwar in Massen, ist Hydroenergie und will es vor allem noch ausbauen. Man will seine Hydroenergie verzehnfachen und Bitcoin-Mining spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Man hat ziemlich gewaltige Summen, mehr als 500 Millionen aus den Währungsreserven investiert. Offiziell hält das Land 13.000 Bitcoin. Das geht ungefähr an 1 Milliarde Dollar heran, wenn man es umrechnet, je nachdem, wie der Preis steht. Das Ganze kommt von ganz oben aus der staatlichen Holding und auch aus dem Königshaus. Bhutan hat einen sehr jungen König, den ich auch hier treffen durfte, mehrfach. Wir haben auch über Bitcoin gesprochen und der Eindruck, der dort erweckt wurde, war, man hält sich zurück mit dem, was man in der Öffentlichkeit sagt. Das heißt, ich werde euch auch nicht jedes einzelne Detail von dem erzählen, was dort so geredet wurde. Was ich euch sagen kann, ist, dass die Strategie, die hier gefahren wird, vielleicht die nachhaltigste und interessanteste weltweit ist, vielleicht sogar interessanter als in El Salvador. Das soll gar nicht heißen, dass wir hier irgendeine Form von Ranking machen. El Salvador ist wahnsinnig spannend, aber was Bhutan eben tut, ist, man sieht sich an, okay, wir haben da diese Hydroenergie. Hydroenergie wird, wenn es viel Wasser gibt, auch nach Indien exportiert. Jetzt habe ich gesprochen mit auch Vertretern von DHI, das ist die Druk Holding, das ist sozusagen der Staatsfonds, der sich auch um das Bitcoin-Mining kümmert und auch um die Anlagestrategie mit den Bitcoins, die man gemeint hat, die man jetzt im Staatsfonds, im Staatsvermögen hat. Und die sagen, unsere Strategie ist die folgende. Zuerst versorgen wir unsere Bevölkerung mit Elektrizität, denn die 700.000 Menschen, die in Bhutan leben, die kommen sozusagen immer als erstes, auch deswegen, und das ist auch ganz wichtig, es gibt wahnsinnig viel Braindrain, viele junge Menschen verlassen das Land und das möchte man anders, möchte man ändern, das möchte man verhindern, da möchte man etwas entgegensetzen. Zweitens, Energie wird exportiert nach Indien, das macht man eben schon immer so. Drittens, man achtet darauf, dass was dann weiter gemeint wird, Bitcoin, dass das immer sustainable ist, also umweltfreundlich, alles immer grün. Aber ja, ihr habt es richtig gehört. Viertens, was übrig bleibt, fließt in Bitcoin hinein. Der Chef der DHY, also dieses Investmentamts der Regierung des Staates, des Königshaus, hat auf der Bühne auch darüber gesprochen, bezeichnet Bitcoin dort als Energiebatterie, also ungefähr das, was Saylor mal gesagt hat. Aber man kann es auch sagen, sie exportieren das, die Energie ins Bitcoin-Netzwerk und holen sich dafür Geld. Und darum geht es am Ende des Tages. I look at Bitcoin as a battery, energy battery. So we have excess power during summer and we mine some Bitcoins. We can use it as an energy storage for winter. So there's a beautiful use case for us and it's a green Bitcoin. Every Bitcoin that's mined in Bhutan, so much less is mined with coal anywhere else. Right? And also if you look at the fundamental asset value of Bitcoin, if you compare it Bitcoin to gold,
you see a lot of similarities. We look at Bitcoin as an energy battery, but also as an asset of the future. Zu sagen, dass die Strategie, was Bhutan dann mit den Bitcoin macht, ausgereift wäre, ist wahrscheinlich übertrieben, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich unabhängig zu machen von den Nachbarn, sich unabhängig zu machen von Indien, in dem Sinn, dass man eben es auch in der Lage ist, sich Währungsreserven zu beschaffen oder sich Fremdwährungen zu beschaffen, die man sonst nicht bekommen würde, Euros, Dollars, indem man einfach in den Bitcoin-Markt geht. Und diese Behandlung von Bitcoin einerseits als Möglichkeit, seine überschüssigen Energiereserven zu monetisieren und andererseits als Reserve-Asset, das man nutzen kann, um jederzeit an Währungen zu kommen, jederzeit umzutauschen. Klammer auf, Bhutan macht das ja eh nur in sehr kleinem Maß. Man hodelt erstmal, macht es den Eindruck. Dieses Konzept ist einzigartig in der Welt, reflektiert auch die Einzigartigkeit von Bhutan und ist etwas, das meiner Meinung nach Schule machen könnte. Zum Beispiel sogar in Ländern wie Österreich. Wir haben auch wahnsinnig viel Hydroenergie und überschüssige Energie. Aber, und das ist ganz wichtig, wir sehen die Notwendigkeit nicht. Uns geht es zu gut. Und deswegen ist dort sowas umzusetzen, auch aus politischen Gründen, eher illusorisch, während Bhutan hier vorangehen kann. Das Investment, das man in Mining gemacht hat, in Mining-Infrastruktur und selbst in die Reparatur von Mining-Geräten im Land, ist ganz, ganz enorm und irrsinnig ambitious, irrsinnig ambitiös auf Deutsch. Ambitioniert natürlich. Ihr müsst entschuldigen, ich habe hier, obwohl einige Bitcoiner auch vertreten sind aus Deutschland, Alex von Frankenberg, Jeff Gales, habe ich hier natürlich sehr viel Englisch geredet und so denke ich jetzt auch in meinem Kopf. Ich meine, seht euch das mal an hier. Auf 3000 Metern Höhe kann ich wirklich nur sehr langsam gehen und gleichzeitig reden. Das fällt mir ja schon auf Meeresebene schwer aufgrund fehlender Fitness. Was ich hier auf dieser Konferenz erlebt habe bezüglich Bitcoin, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ja, offiziell auf der Bühne hat der Chef des Fonds, des Staatsfonds, über Bitcoin gesprochen. Meiner Meinung nach sehr smart. Und hinter den Kulissen wurde sehr viel über Bitcoin gesprochen. Aber das klassische, unter Anführungszeichen, Problem ist auch hier da. Auf der Bühne bin ich dann gesessen mit einer Vertreterin der Ethereum Foundation, Blockchain, dies und das. Man kommt einfach noch nicht ganz drumherum, obwohl Bhutan natürlich nicht investiert ist in Ethereum, nicht investiert ist in anderen Blockchains und also auch keinen Sinn machen würde aus der Sicht von Bhutan. Denn es ist diese Verbindung mit Energie, und zwar zweifach. Ja, Hydroenergie als Exportgut, das Bhutan ins Bitcoin-Netz exportieren kann und als das es auch erkannt hat. Und dann ist da diese, sage ich mal, spirituelle Energie, Mindfulness, Buddhismus. Ich habe auch mit Kingal von der Institute of Happiness hier in Bhutan gesprochen. Das gibt es wirklich. Und habe ihm gesagt, schau, weißt du eigentlich, dass auch das Geldsystem für Sorgen sorgt? Und er hat gesagt, na, hat noch nicht drüber nachgedacht, aber er war offen dafür. Überhaupt erlebe ich sowohl von den Locals als auch von den Vertretern oder den Teilnehmern dieser Konferenz, die kommen aus allen Herren Ländern, von Australien bis Afrika, bis Südamerika, bis Nordamerika, viele Amerikaner hier, viele Asiaten natürlich, sehr, sehr viel Offenheit gesehen. Extrem viel Offenheit gegenüber dem Thema Bitcoin, was natürlich auch unserer Begeisterung geschuldet ist. Alex, Jeff und ich und Yves aus der Schweiz, wir rennen hier herum und sind hier auch schon verschrien als die Bitcoin-Nerds. Naja, und die Offenheit ist wirklich enorm. Also weil das Hauptargument gegen Bitcoin ist ja immer noch diese völlig bescheuerte, es ist schlecht für das Environment. Selbst die Ethereum-Frau hat das auf meinem eigenen Panel gestern gebracht, obwohl wir in Bhutan sitzen, wo das genaue Gegenteil bewiesen wird, wo A, mit grüner Energie gemeint wird und B, die Energie ausgebaut wird, mindestens verdoppeln möchte man es in den nächsten Jahren. Und zwar vor allem durch Bitcoin, vor allem für Bitcoin. Das muss man sich vorstellen, von oben herab, vom König bis über den Premierminister, bis über den Fonds, den Staatsfonds, sind da alle mit dabei. Eine ganz, ganz andere, viel, viel intensivere Strategie, als wir sie eigentlich je gesehen haben bisher. Für mich ein echter Hinweis dafür, was Michael Saylor auch mal gesagt hat, dass Bitcoin dann da ist, wenn du die Notwendigkeit siehst, wenn du den Need entwickelt hast. Das kann sein wegen Inflation, das kann sein, weil du Geld über Landesgrenzen bringen willst, das kann sein, weil du deine Firma so wie er gegen die Abwertung des Dollars schützen möchtest. Es kann aber auch sein, wenn du ein kleines,
sehr, sehr stark durch Spiritualität geprägtes Land im Himalaya bist, wo du wenig Möglichkeiten hast, an der internationalen Ökonomie teilzunehmen, aber deine Vorteile nutzen kannst. Und genau das tut Bhutan. Man möchte in den nächsten Jahren die Hydroenergie ausbauen, Bitcoin-Mining dafür intensiv nutzen. Kann auch sein, dass es dann zu AI und anderen Datencentern kommt, aber ich glaube, man hat verstanden, dass es mit Bitcoin natürlich noch einfacher geht. Denn bei Bitcoin brauche ich keinen Kooperationspartner, da brauche ich keine Firma, die sagt, ja, ich nehme dir die Rechenkraft ab, ich lasse da meine AI-Modelle über deine Datencenter laufen oder baue meine eigenen Datencenter hin. Man macht das natürlich in Kooperation mit Bitdeer. Das ist eine große Mining-Firma. Das heißt, man macht das nicht alleine, aber man hat sich, soweit ich das verstanden habe, sehr gut abgesichert dagegen, sozusagen, dass die Wertschöpfung da zu stark das Land verlässt. Also man holt sich die Technologie und das Know-how, sieht aber auch, dass Bhutan davon massiv profitieren muss. Und ich glaube, das tut es. Und ich bin schon gespannt, was passiert, wenn wir eventuell in einem Bullenmarkt noch weiter steigen und wenn wir in eine sechsstellige Summe steigen sollten, was dann auch passiert mit den Bitcoin-Vorhaben von Bhutan. Und das ist auch der Grund dafür, warum offiziell noch immer nicht so gern darüber geredet wird. Die Kommunikationsstrategie ist wirklich genau das Gegenteil von dem, was El Salvador tut. Man will nicht eigentlich nach außen treten, man macht keine große Werbung damit, dass man Bitcoin kauft, dass man Bitcoin nutzen will. Aber was man zum Beispiel getan hat, und das habe ich mir bestätigen lassen, man hat auf Basis der Bitcoin-Gewinne den Menschen, die hier beim Staat arbeiten, und das sind wirklich viele prozentuell, ich möchte fast sagen, fast alle, die Menschen, die hier beim Staat arbeiten, eine Gehaltserhöhung gegeben. Habe ich gefragt, den Vertreter, der auch selber beim Staat arbeitet, habe ich gefragt, ja, stimmt das 50%? Sagt er, ja, Minimum 50%. Und warum macht man das? Man möchte einerseits signalisieren, dass man in der Lage ist, die Menschen im Land zu halten und auch durch finanzielle Incentives im Land zu halten und dass man auch in der Lage ist, eben technologische, digitale Innovationen anzunehmen, voranzutreiben und sogar voranzugehen. Und ganz ehrlich, ich sage das nicht, weil ich jetzt hier unter den Bäumen auf 3000 Meter hier vor dieser tollen Architektur, bei dieser tollen Konferenz bin. Ich habe mir das schon genau überlegt, wenn ich sage, eine derartig stringente und logische Bitcoin-Strategie auf nationaler Ebene habe ich eigentlich noch nie erlebt. Wenn ich in Österreich anklopfe und sage, damals bei El Salvador zum Beispiel, habe ich natürlich sofort gesagt, meinen Freunden der Regierung, jetzt solltet ihr Bitcoin kaufen. Haben sie nicht gemacht, hat sie nicht interessiert. Wenn ich ihnen jetzt sage, ja, aber sind hier übrigens auch viele österreichische Ingenieure, viele österreichische Firmen unterwegs, weil wir eben auch so viel Hydroenergie haben. Wenn ich ihnen jetzt sage, naja, wir könnten ja auch Hydroenergie ausbauen und ins Bitcoin-Netz exportieren, habe ich nicht viel Hoffnung. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir hier einen Fall sehen, wo ein Land potenziell eine neue Technologie früher nutzt für sich und sich dadurch einen strategischen Vorteil beschafft. Diese Spieltheorie, die wir immer wieder besprochen haben, dass diejenigen, die zuerst agieren, einen Vorteil haben, die zeigt sich hier für mich ganz, ganz stark. Und es ist eben nicht nur dieses Kaufen von Bitcoin. Man führt hier Bitcoin nicht als Landeswährung ein, das ist überhaupt kein Thema, sondern man nutzt es als strategisches Asset, um seine Energievorkommen, seine überschüssige Energie zu monetisieren und dadurch Zugang zu einem Teil der Weltmärkte zu erhalten, den man vorher nicht hatte. Und das halte ich für ziemlich, ziemlich smart. Und dazu kommt dann noch eben diese spirituelle Verbindung, Mindfulness nennt man das hier, wie gesagt. Das ist ein großes Thema auch bei dieser Konferenz. Übrigens wurde auch das Feedback schon gegeben, dass die Teile, wo es um Bitcoin-Finanzen gegangen ist, eigentlich die stärksten auch Teile der Konferenz waren, das muss man auch dazu sagen. Ging noch um viele andere Dinge. Diese Verbindung mit der mentalen Ebene, die viele Bitcoiner auch selbst von sich selbst kennen, dass wenn diese Geldebene einmal unter Anführungszeichen gelöst ist, man sich anderen Dingen zuwendet, Philosophie, Geschichte, der Frage, was ist ein gutes Leben, wie führe ich ein gutes Leben, was ist denn eigentlich Glück, die wird für mich hier noch einmal ganz, ganz stark unterstrichen und greifbar, auch für mich persönlich, und ich bin ganz froh, genau jetzt hier mal aufgeschlagen zu sein, weil auch für mich, ich hätte vielleicht vor 5 Jahren mit all dem nichts anfangen können. Und auch das wieder ein Beweis dafür, dass Bitcoin etwas ist,
wo für dich auch selbst die Zeit reif sein muss und auch für das Land, in dem du bist oder das Land, das diese Dinge tut, auch politisch natürlich. Klar, hier gibt es einen König, der ist allseits beliebt, wird geradezu vergöttert von den Menschen hier in Bhutan und der kann das relativ easy entscheiden, so wie ein Michael Saylor bei MicroStrategy relativ easy entscheiden kann. Und in einem demokratischen westlichen Land ist das natürlich deutlich schwieriger. Aber ich glaube, es geht viel mehr als das, geht es um diese Problembewusstsein, diesen Need, den wir einfach nicht spüren, obwohl wir könnten. Deutschland, Schweiz, Österreich könnte mehr Strom produzieren und den Strom ins Bitcoin-Netz ballern. Und wenn jetzt jemand zusieht, aus der Regierung oder von den Energiefirmen, dann solltet ihr euch das wirklich ansehen, denn wenn das, was Bhutan hier macht, Schule macht, dann sieht die Zukunft von denen, die mehr Strom produzieren und sich Bitcoin-Mining ins Land holen, extrem rosig aus. Ein kleines PS habe ich noch aus der Innenstadt von Paro, der zweiten Stadt von Bhutan, in dessen Nähe auch das Forum stattgefunden hat. Ich bin jetzt kurz vor meiner Abreise und habe natürlich noch einige Gedanken und hatte noch ein Meeting. Am letzten Abend, beim letzten Abendessen, bin ich dann auch noch einer Mitarbeiterin der Nationalbank über den Weg gelaufen, gar keiner niedrigen Mitarbeiterin. Und was war das Erste, was sie gesagt hat? Sie sagt mir, naja, das Geld war ja schon lange da, bevor die Nationalbanken da waren. Sage ich, da würde ich gerne mal einen westlichen Zentralbanker sowas sagen hören. Die halten sich ja eher so für gottgleiche Wesen. Aber hier, und das bin ich dann wirklich drauf gekommen, ist es eben anders. Es ist fast ein bisschen so, als würden wir in der Gegenteilwelt leben. Ja? Weil eben von ganz oben aus dem Königshaus die Botschaft ausgegeben ist, Bitcoin ist gut, weil es hilft uns dabei, unsere Energie zu monetisieren und zu exportieren und neues Geld ins Land zu holen, andere Möglichkeiten zu haben. Deswegen reagieren dann natürlich alle drunter auch positiv und überlegen sich, was kann ich mit Bitcoin machen, wie kann ich Bitcoin einsetzen, welche Rolle spielt eigentlich eine Zentralbank in einer Bitcoin-Welt? Und man muss sich das vorstellen, vielleicht habe ich das nicht genug herausgearbeitet bisher. Vor 50 Jahren war Bhutan nicht nur so abgeschnitten, wie es heute ist, sondern total abgeschnitten. Da hat die gesamte Bevölkerung von dem Land gelebt, das sie bearbeitet hat. Da gab es auch keine Arbeitslosigkeit, denn es kann ja keine Arbeitslosigkeit geben, wenn man in der Früh aufsteht, den ganzen Tag arbeitet und am Abend wieder schlafen geht. Heute ist die moderne Welt hier angekommen. Es gibt Internet natürlich, Fernsehen, Smartphones, Touristen immer mehr und jetzt sehen wir auch Bitcoin. Viel mehr Menschen ziehen in Städte und die Mindfulness City, die ja auch vorgestellt wurde als Großprojekt bei dieser Konferenz hier, ist dafür das beste Beispiel. Da soll eben eine ganz neue Stadt entstehen mit internationalem Flughafen, um auch die Verbindung zu verbessern, die Verbindung mit der Außenwelt. Natürlich alles unter dem Motto Mindfulness, Happiness, also auf Basis dieser speziell bhutanesischen Lebensweise. Aber diese rapide Transformation hat natürlich auch Schattenseiten. Es gibt Arbeitslosigkeit, nicht jeder ist glücklich. Es gibt viele Menschen, die das Land verlassen. Auch da steuert man eben entgegen, indem man sich Hightech-Sektoren wie Bitcoin zuwendet. Es gibt Armut, es ist ein sehr, sehr armes Land. Hinter diesen schönen Fassaden sind dann die Wellblechhütten, wie man sie aus Slums in anderen Ländern kennt. Aber die Menschen machen an sich einen sehr, 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 sehr freundlichen Eindruck. Auch zufriedenen, aber das heißt nicht, dass es nicht auch viele Probleme gibt. Und das heißt auch nicht, dass dieses Land nicht noch immer stark isoliert ist für viele Menschen. Und all das könnte eben Bitcoin ändern, zumindest zum Teil. Es ist eine der besten Beispiele, die ich je gesehen habe, für Bitcoin im Alltag, Bitcoin sofort einzusetzen, eben in dieser Verbindung mit Energie, Kapital. Und die Energie, die hier herrscht, ist eben nicht nur die von Hydro Energy, sondern auch diese mentale Energie, dieses Mindful Happiness Ding, das ich so schwer beschreiben kann, aber das viele von euch auch beschäftigt und vielleicht ein bisschen rüberbekommen haben in diesem Video. Bhutan wird sicher noch oft vorkommen auf dem Kanal, aber jetzt packe ich mal meine Sachen zusammen und fliege zurück nach Wien. Ginga, what is the gross happiness product? Gross national happiness. No, yes, exactly. Okay. So we start with me. You have to start at the beginning. Okay. So, hi. This is Kinga from the Institute of Happiness. So we are inspired by, of course, Bhutan's development philosophy is gross national happiness. And gross national happiness
at the institute level is actually all we are doing to get into mind training so that people can be happy. But at the national level, I think it means a lot more than that. We are talking about policy level. We are talking about not only the domestic product, you're not only talking about the economy and financial revenues, but also you're talking about the environment, you're talking about the social, you're talking about the governance. So it's all ESG and the profit and the economy all combined in one, but everything that has to be done mindfully at every level. Do you have a personal definition of what happiness is? Yeah, my definition of happiness is actually what I experience and try and experience on a day-to-day level. And that is, I think, as you have heard from our spiritual guru, Dzogchen Khyentse Rinpoche, is to really understand the mind. And that's why I was referring to mind training. So to me, it means a lot of people say, oh, as Buddhists, you shouldn't have ambition. You're not going to try and achieve more. But I think to me, it's not about not having ambition. It's perfectly okay to have ambition. It's perfectly okay to set big goals. But the main thing is not to be attached to that. Yes, because the Buddha says that it's happiness is the absence of wants, right? And desires. Right, so absence and want and desires, if you interpret it and customize it to your particular context and situation, so it is at that moment when you can detach yourself from desire and wants. And so you should be able to detach yourself from anything at the right moment. So for example, if you lose your life, that's a detachment, right? So you know that's a finite thing. That's something that's going to happen to you anyway. But a lot of times we do not acknowledge that. No, we do not. We do not radically accept that. So that's why you're not prepared for that. So that's why people have problems. On the other hand, me on a personal level, what I exercise, what I try to practice is that no matter what I do, one thing is to be aware of the fact that this is all impermanent and there's nothing wrong to have want, there's nothing wrong to have attachment, but the main thing is do not give into those emotions, do not give into that attachment forever, see? So yes. You need to acknowledge and accept that this thing is not going to last forever. For me, what's so fascinating when I hear this and when I learn about this is that when you look at Western philosophy, specifically Stoicism, which I like very much, they say the same thing. Yeah, like literally the same thing. And this also ties in with Bitcoin. So I see with Bitcoin people who actually really invest like mentally in that. I see them turning to history. I see them turning to philosophy. I see them turning to like asking these questions. What is happiness in life? And I also I see that what I really like is when you go to one, like when people discover the same thing independent of each other. And I see that, that's fascinating, right? Yeah, to your point, I mean, when I have my kids who are going to boarding school, I have three girls, right? So they come back and say, oh, they went to a Christian boarding school in India. So they come back and say, oh, what doesn't kill you makes you stronger. I said, wow. Then they also say, oh, he who knows the why can bear almost anyhow. So I said, wow, your teacher's brilliant. But I figured out is Friedrich Nietzsche who coined those brilliant terms. And then also, ultimately, you can trace it back to Eastern philosophy where he based it on Buddhist philosophy. Yes. This suffering is one of the Four Noble Truths. So he based it on that. But you can actually overcome the challenges of suffering if you know the reason and the purpose of what you're doing. And that's why I think that you should also be very, very, you should be proud of what you're doing here in Bhutan because in the West, we might have more money, right? But it's destroying us. Exactly. And there's no spirituality, there's no mindfulness, there's no happiness. Right, right. And the money is a big part of it because the money, you know, the money, we are in this, the money always loses value, inflation, and this is what Bitcoin is trying to fix. And that's why I talk to many people, they change because they adopt the hard money standard. So there's a combination of economics and happiness on a very, very basic level. I see. You could actually even use in your happiness school. Okay. We'll talk about that. Okay, that's wonderful. I never till now made the connection between Bitcoin happiness and then the mindfulness meditation. But this is amazing, and I'm so honored to have met you. Brilliant mind. Thank you very much. Let's keep the collaboration going on. Thank you so much. See you next time. Thank you, my friend. Alrighty.